TC Blau-Weiß Berlin bei Hauptstadt Sport TV. Endlich heißt es wieder Aufschlag für den TC Blau-Weiß in der zweiten Bundesliga Nord. Nach dem sensationellen Aufstieg aus der Regionalliga Nordost waren die blau-weißen Grunewalder wieder heiß auf Tennis. Und beim mittsommerlichen Saisonauftakt gegen den Bielefelder TTC sollte natürlich der erste Sieg her. Ja, wir haben uns vorgenommen, die Klasse zu halten. Nach unserem Aufstieg letztes Jahr, der ein bisschen unerwartet kam, wollen wir natürlich in diesem Jahr das bestätigen und hier in der Liga bleiben. Wird schwierig. Man muss schon feststellen, dass die Liga immer stärker wird. Und wir haben heute am ersten Spieltag direkt einen harten Kampf. Bielefeld gehört wahrscheinlich auch zu den Teams, die mit uns um den Klassenerhalt kämpfen. Und deshalb ist gerade der Start hier wichtig, dass wir einen guten Start in die Saison hier hinlegen. Bei mitreißenden und nervenzerreißenden Partien schenken sich beide Mannschaften nichts. Dennoch ging der erste Sieg des heutigen Spieltages klar an den Berliner Niklas Braun, der seinen Gegner Yannick Rotha mit 2:0 nach Sätzen bezwang. Ja, ist natürlich ein guter Start in die Saison. Freue mich, dass ich im Team mit einem Punkt aushelfen konnte. Und ich hoffe, es geht auch weiter so heute. Und dass weitere Siege folgen sollten, zeigte sich in den kommenden Spielen. Denn auch der Starspieler des TC Blau-Weiß, der Argentinier Agustín Villotti, der in seiner Jugend sogar schon einmal die French Open gewinnen konnte, bezwang in seinem Match den Franzosen Paul Carrière. In einem echten Krimi-Match und unzähligen Ballwechseln reichten ihm zwei Sätze zum 2:0-Sieg. Bueno, muchas gracias. Primero que nada. Ich bedanke mich erstmal sehr bei den Fans, die heute da waren. Das hat mich wirklich gefreut. Ich habe mich am Anfang etwas schwer getan. Der Platz war heute nicht leicht zu bespielen. Aber zum Schluss konnte ich mein Match gewinnen und darüber bin ich natürlich sehr froh. Sabía que lo importante era tener paciencia y sabía que a la larga iba a ganar el partido. Nach den 6 Einzelpartien, die der TC Blau-Weiß mit 4:2 für sich entscheiden konnte, folgten die Doppel. Und hier zeigte sich der gesamte Nervenkitzel des Tennissports. Nach 3 extrem knappen Matches, die teilweise erst im Champions Tiebreak entschieden wurden, hieß es dank Niklas Braun und Agustín Villotti Game, Set and Match für den TC Blau-Weiß, der sich denkbar knapp mit 5:4 durchsetzte. Für die Bielefelder natürlich ein ernüchterndes Gefühl. Klar, zweimal Tiebreak ist eng, kann man auch gewinnen, dann sieht das Ding vielleicht anders aus. Aber ja, insgesamt ist natürlich jetzt enttäuschend erstmal, aber Mund abwischen und dann geht's Freitag weiter. Nun können die Blau-Weißen natürlich voller Selbstbewusstsein auf die kommenden Spieltage schauen. Denn am kommenden Wochenende steht das Derby gegen den direkten Nachbarn des LTTC Rot-Weiß an. Natürlich freuen wir uns darauf, weil wir gehört haben, dass sehr viele Fans kommen werden. Wir schauen nach vorne und hoffen, dass wir auch da erfolgreich sein werden. Nun geht es für die Grunewalder gegen Blau-Weiß-Neuss, bevor es zum großen Derby kommt und dort aufgeschlagen wird. Man darf gespannt sein, ob die Mission Klassenerhalt erfolgreich sein wird. Der Sieg gegen Bielefeld war dafür schon einmal der richtige Beginn.